Wir sehen uns auf reitschuster.de. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Ihnen jemand sagt, er bietet Ihnen einen Flug mit einem völlig neuen Flugzeug an, das bisher in dieser Form noch nie mit Passagieren geflogen ist, und Sie sagen dann, ja, ist das sicher? Und er antwortet Ihnen dann wörtlich, es gilt als unwahrscheinlich, dass etwas passiert. Ist das dann für Sie völlig beruhigend? Sagen Sie, naja, wenn das als unwahrscheinlich gilt, dass irgendetwas passiert, dann setze ich mich rein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Naja, ich hätte da schon gewisse Zweifel. Aber genau das war heute die Antwort der Bundesregierung auf die Frage danach, ob es denn Langzeitfolgen bei der Impfung geben könne, um die sogenannte Kimmich-Frage, wie man das heute nennen könnte. Dann war eine zweite Frage, die ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ob tatsächlich in den Verträgen mit Pfizer steht, der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Ob das nun wirklich drinnen steht oder nicht, das war heute auch die Frage auf der Bundespressekonferenz und glauben Sie mir, es war heute wirklich spannend. Wie immer jetzt die Berichterstattung aus der Bundespressekonferenz im zensurfreien Internet. Ich erkläre gar nicht mehr lange warum, aber glauben Sie mir, wenn Sie heute unten auf den Link klicken, auf Rumble oder auf Odyssey, es lohnt sich auch deshalb, weil ich heute endlich einmal kürzer das Ganze gemacht habe, fast nur 10 Minuten. Ich habe dafür ein längeres Backstage, aber in 10 Minuten sind Sie durch das Wichtigste, durch die ganz wichtigen Stellen sogar schon am Anfang. Also deshalb bitte rübergehen mit mir, ein kleiner Klick, sehr spannend. Und damit wir hier noch eine schöne Diskussion haben, lasse ich jetzt hier noch das gleiche Backstage drinnen, das ich auch im großen Video habe, und zwar meine Fragen von der vorletzten und der vorvorletzten Bundespressekonferenz, die ich bisher hier noch nicht getrennt hatte. Da können wir dann gleich noch ein bisschen uns hier unterhalten im Chat. Aber wie gesagt, die wichtigen Dinge nicht auf der Zensurplattform. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie trotz allem, denn ich mache hier die ganzen Ankündigungen. Unterstützen Sie, weil das Videomaterial alles aufgekauft werden muss und es ist sehr viel Arbeit alles. Vielen Dank, wieder reinschauen und dran denken. Inzwischen können Sie auch Flagge zeigen. Unter anderem gibt es auch ein T-Shirt mit der Aufschrift Eine Frage noch. Oben rechts bzw. links finden Sie den Link. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster an das BMG. Er fragt, hat die Bundesregierung evaluieren lassen, wie sich die Zulassung von Impfstoffen, die nicht auf Gentechnik beruhen, etwa Totimpfstoffe, auf die Impfbereitschaft in der Bevölkerung auswirken würde? Könnte so ein Schritt zu einer erheblichen Erhöhung der Impfquote führen, wie Umfragen nahelegen, fragt er. Ob es eine solche Evaluierung gibt, kann ich an der Stelle nicht genau sagen. Ich gehe nicht davon aus. Wir haben in den entsprechenden Umfragen, die auch das RKI etc. erhoben hat, im Grunde genommen ausführliche Informationen zu den Beweggründen, warum Menschen sich nicht impfen lassen möchten. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal der deutliche Hinweis an alle, die es bisher vielleicht noch nicht getan haben. Auch wenn jetzt die aktuelle Forsa-Umfrage ziemlich deutlich macht, dass diejenigen, die bisher nicht geimpft sind, das auch künftig zu einem großen Teil nicht machen wollen. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere es dann doch nochmal, weil Impfen schützt. Und ich kann hier an dieser Stelle noch mal ergänzen, Totimpfstoffe sind derzeit im Zulassungsverfahren der EMA. Wir hoffen, wie bei jedem Impfstoff, dass es hier bald eine Zulassung gibt. Aber grundsätzlich ist noch mal zu betonen, die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe, egal ob mRNA, Vektor- oder Totimpfstoffe, durchlaufen sehr strenge Zulassungsverfahren. Und diese strengen Zulassungsverfahren sind auch im Falle der Impfstoffe mit den neuen Technologien durchgeführt worden. Auch nach Abschluss der Zulassungsverfahren werden die Impfstoffe in der Anwendung sorgfältig überprüft und gemeldeten Impfreaktionen oder Nebenwirkungen wird nachgegangen.
Außerdem, und das kommt hinzu, wir haben durch die Tatsache, dass derzeit zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe weltweit viele Millionen Mal verimpft werden, umfangreiche Erfahrungswerte und Studien zu diesen Impfstoffen. Insofern kann man bei allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen sagen, dass sie sehr sicher sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Impfstoffe? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Reitschuster zum Thema Triage. Der Deutsche Ethikrat hat der Triage an Ungeimpften eine Absage erteilt. Aber schon 2020, sagt er, gibt es keinen einzigen Fall für einen solchen Engpass. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung eine realistische Gefahr, dass es trotz der Impfungen zu Triage-Situationen im Gesundheitswesen kommen könnte? Wir sind ja mit dem Impffortschritt inzwischen ein ganz gutes Stück vorangekommen. Und wenn wir uns alle gemeinsam an die Vorgaben halten, dass wir uns mit 2G, 3G an die AHA-Regeln halten, entsprechend vorsichtig, sorgsam umgehen, jetzt insbesondere in Herbst und Winter, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach möglich sein, dass es zu keinen übermäßigen Belastungen in den Krankenhäusern kommen wird und damit wäre das entsprechend auch ausgeschlossen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sonst habe ich eine letzte Frage von Herrn Reitschuster zum Komplex Corona und zwar nochmal ein Nachzügler zum Thema Impfausweise. Laut einem Medienbericht ist ein gültiges Impfzertifikat mit dem Namen Adolf Hitler ausgestellt worden, das auch von deutschen Prüfprogrammen akzeptiert wird. Was läuft da falsch, fragt er. Wie wollen Sie so etwas ausschließen? Also zu einzelnen gefälschten Nachweisen möchte ich an der Stelle eigentlich gar nicht Stellung nehmen. Wir haben ja auch die Auskünfte des BMJ an der Stelle schon gehört. Die Fälschung von Impfnachweisen ist immer strafbar und ganz offensichtlich ist ja auch in diesem Fall der falsche Impfnachweis aufgefallen. Ansonsten hätte Herr Reitschuster ja nicht darüber berichten können. Eine Frage online von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium. Bisher gab es trotz Corona nach den Worten des BMG nie eine Überlastung des Gesundheitssystems, schreibt er, also auch als es noch keine Impfung verfügbar war. Nun ist die Mehrheit geimpft. Warum droht da heute eine Überlastung, mit der die Maßnahmen ja begründet werden, fragt Herr Reitschuster. Also wir haben in der Vergangenheit wiederholt, und ich meine, das hatte ich auch schon bilateral mit Herrn Reitschuster geklärt, aber sei es drum. Letztlich, dass es keine flächendeckende Überlastung des Gesundheitswesens gegeben hat, das verdanken wir auch den Maßnahmen, die die Bundesregierung hier getroffen hat. Nichtsdestotrotz ist es aber halt eben so, dass natürlich stellenweise und auch lokal begrenzt schon deutliche Belastungen seitens der Pflegekräfte und auch des Gesundheitswesens insgesamt gegeben hat. Ich darf daran erinnern, dass es auch Patientenverlegungen geben musste in der Vergangenheit in andere Bundesländer, auch um andere Intensivstationen dann zu entlasten. Und ja, wir haben natürlich immer noch eine gewisse Quote an Nicht-Geimpften und das sind auch diejenigen, die gerade halt eben die Intensivstationen tatsächlich derzeit wieder belegen. Und insofern gilt auch nochmal der Aufruf, sich wirklich, wenn noch nicht geschehen, sich impfen zu lassen, um eine solche Belastung des Gesundheitswesens, insbesondere der Intensivkapazitäten, vorzubeugen. Dann habe ich eine weitere Frage von Herrn Reitschuster, die sich mit Ihnen befasst, Herr Sabbat. Mit mir? Es geht in dem Fall Kimmich. Kritiker haben ihre Äußerungen, glaube ich, hier in der Bundespressekonferenz am Montag als Einmischung in die individuelle Gesundheitsentscheidung empfunden, so Herr Reitschuster. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Sind Ihre Worte falsch interpretiert worden, fragt er. Natürlich ist es keine Einmischung in die Gesundheitsentscheidung. Ich habe, glaube ich, auch am Mittwoch sehr deutlich gesagt, dass ob jemand Fußballnationalspieler ist oder einer von uns oder einer von den anderen 83 Millionen Bundesbürgern, es eine persönliche Entscheidung ist. Und dann habe ich einige weitere Dinge gesagt, die ich heute hier nicht zurückzunehmen habe. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Oh, bevor wir uns jetzt lange anschweigen. Ah, Herr Jung. Erschrecken. Nein, erschreckend ist es nicht. Vorsitz.
Zum MAD-Bericht zum Thema Extremismus in der Bundeswehr, also ich hätte gerne das Verteidigungsministerium, aber auch wollte ich gerne wissen, ob Frau Merkel, Herr Seibert, diesen Bericht zur Kenntnis genommen hat, wie sie das bewertet, dass es einen deutlichen Anstieg an Rechtsextremismusfällen innerhalb der Bundeswehr gibt. Also zum Thema MAD und was er berichtet, ist sicherlich der Kollege aus dem Verteidigungsministerium der Richtige. Für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass Rechtsextremismus grundsätzlich etwas ist, dem die Bundesregierung sich mit ihren Mitteln auf allen gesellschaftlichen Ebenen entgegenstellt. Und da, wo es unsere Sicherheitskräfte, unsere Bundeswehr betrifft, sind solche Vorkommnisse natürlich besonders ernst zu nehmen.